Hallo meine Lieben. Ja, ich möchte heute ein sehr merkwürdiges Video drehen und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Und zwar soll es um mein Handy gehen. Ich hatte ja vor ein paar Wochen gesagt, dass ich mir ein neues gekauft habe und ja, ganz viele haben dann mich gebeten, eine Review zu machen. Eine Review. Und das Problem ist, dass das ja eigentlich gar nicht zu meinem Thema, also zu so meinem kompletten Kanalthema passt, Beauty und all so ein Krams. Deshalb hoffe ich, nehmt ihr mir das nicht übel. Ich habe auch überlegt, ich habe auch Steffi gefragt, soll ich das machen? Aber es haben wirklich ganz, ganz viele angefragt. Und ich bin leider kein Technikexperte. Ich werde euch da jetzt keine super krasse Review geben können zu, weil ich überhaupt keinen Plan von Handys habe. Ich habe es einfach nur gekauft, weil ich es schön fand. Aber ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Und für alle anderen, die das nicht interessiert, tut mir leid, nehmt es mir bitte nicht übel, klickt einfach weg. Ja, also was ist mir wichtig bei einem Handy, beziehungsweise welches Handy habe ich? Ich habe das BlackBerry Torch. Was ist mir wichtig bei einem Handy? Ich war schon immer der Schiebe-Handy-Typ, also ich brauchte schon immer ein Handy zum Aufschieben. Ich hatte vorher das Sony Ericsson W995. Das ist auch eins zum Aufschieben. Ich brauche ein großes Display. Ich hatte immer große Displays. Ich hatte vorher immer die Sony Ericsson Handys, also immer in der Reihenfolge, in der die dann rauskamen, diese Walkman-Dinger. Und die hatten immer ein relativ großes Display und das ist mir auch halt wichtig bei dem Handy. Ich mag auch generell eher große Handys mit diesen kleinen Fizzeldingern, kann ich nichts anfangen. Ich bin absolut kein Touchscreen-Mensch, beziehungsweise Touchscreen mag ich, aber keine Touch-Tastatur. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen, mag ich nicht und deshalb kommt für mich immer nur eine normale Tastatur in Frage, ja. Also wie gesagt, das ist das Torch, das könnt ihr auch aufschieben. So sieht das dann aus, das gute Ding. So, hier ist dann die Tastatur. Ihr habt hier auch eine Touch-Tastatur, also jetzt über das Display das zu machen, ist ein bisschen schwierig. Ja, also wenn ihr jetzt irgendwie antworten wollt, dann geht ihr auf dieses... Wenn ihr jetzt eine SMS habt, dann geht ihr jetzt hier drauf. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel... Dann erscheint dann die Tastatur. So könntet ihr dann auch tippen. Aber wie gesagt, ich bin kein... Ich benutze die nie. Ich tippe immer nur mit dieser Tastatur. Die andere verschwindet dann auch. Also was ihr auch machen könnt, ist die dann umdrehen. Also dann habt ihr die so, seht ihr das? Wenn ihr dann auf das Textfeld geht, dann erscheint die Tastatur. Ich muss dazu aber sagen, kann ich nichts mit anfangen, benutze ich sehr, sehr selten. Was ich aber mag, ist, dass man generell ein Touchscreen hat. Ich weiß nicht, seht ihr das? Da habt ihr auch diese komische Blasenoptik. Also es wäre das in Blasen geschrieben, das kann man dann auch ändern. Weiß ich nicht, ich finde das so ganz süß. Ja, also das gefällt mir gut. Was mir auch gut gefällt, ist das BlackBerry Bold. Da habt ihr auch, das kommt jetzt, glaube ich, Och nee. Bei dem BlackBerry Bold ist es so, ich glaube, das kommt jetzt auch neu raus. Das ist ja das nicht zum Aufschieben. Da habt ihr dann auch ein Touchscreen, die Tastatur ganz normal. Aber da ist mir das Display zu klein. Ansonsten finde ich das auch ziemlich cool. Ja, also wie gesagt, das komplett übers Display zu benutzen. So, das ist jetzt, also so sieht das Ganze aus. Wenn ihr dann hier euer Menü öffnet, habt ihr dann halt auch diese ganzen... Ach. Care. Sorry Leute, ich kriege das so spiegelverkehrt nicht hin. Habt ihr dann auch diese ganzen Menüpunkte, dieses ganze Gedöns, ja, weiß ich nicht, was man dann halt so hat, WhatsApp oder was auch immer. Hier WhatsApp. Ja, es ist alles, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt ein ganz normales Handy mit ganz normalen, ein ganz normales Smartphone halt. Internet. Geht ihr über den Browser rein. Ihr könnt damit super ins Internet. Ich öffne mal Google. So, also das Internet ist relativ schnell. Ich habe 1 GB Datenvolumen und danach wird das gedrosselt. Gedrosselt, wenn ich diesen Gigabyte überschritten habe, aber das ist ja schon eine ganze Menge und so viel langsamer ist es danach auch nicht. Das flimmert jetzt nur durch die Kamera so, also das flimmert nicht. Ja, da habt ihr halt ganz normal Internet, Google, YouTube-Videos. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die YouTube-Videos sind unscharf. Also die sind schon leicht verpixelt. Die sind jetzt nicht so gut, wie wenn ihr über einen PC YouTube-Videos guckt. Ich weiß nicht, wie das mit Android-Handys ist oder mit einem iPhone, das kann ich nicht beurteilen. Also hier ist es schon so, dass sie nicht ganz so scharf sind wie am PC. Gut, stört mich persönlich jetzt auch nicht.
Also, was diese ganzen Apps betrifft, ich gehe mal auf das Download-Fenster. Also hier, ich habe jetzt nur WhatsApp runtergeladen. Es gibt ja 50 Milliarden Apps und ich denke mal beim iPhone, ich bin nie der iPhone-Typ gewesen. Ich gehöre nicht zu den iPhone-Fetischisten. Das Handy gefällt mir einfach nicht. Mir gefällt da so einiges dran nicht. Und auch optisch ist das einfach nicht meins und vor allem, weil da keine Tastatur ist. Aber prinzipiell ist es sicherlich ein sehr gutes Handy und diese ganzen Super-Apps, die man da runterladen kann, sind sicherlich auch toll für jemanden, der sowas halt mag. Aber ich bin halt nicht so der App-Typ. Also ich habe die einzige App, die ich mir runtergeladen habe bis jetzt, ist WhatsApp. Und vielleicht kommt da noch die ein oder andere Foto-App, mit der man irgendwelchen Schnickschnack machen kann, die Fotos bearbeiten kann oder so. Ne, sowas gibt es ja fürs iPhone auch und das war es dann auch schon. Ich brauche dieses ganze andere Zeugs nicht, was es da so alles gibt. Ja, also WhatsApp. Hallo. Was habe ich hier noch? MSN habe ich drauf. Facebook, Twitter. Aber das sind ja alles so Sachen, die man sich dann runterlädt. MSN ist von selber schon drauf. Ich habe jetzt eine 4 MB Speicherkarte drauf. Ich weiß nicht, ob die jetzt einfach, ob ich die dazu bekommen habe, weil das in meinem Vertrag so stand. Ich achte nicht auf sowas. Oder ob die automatisch schon dabei ist. Ich habe für das Handy 1 € bezahlt, weil ich einen Vertrag halt, wenn er das so bar kauft, weiß ich nicht, 400, 500 €, keine Ahnung, müsst ihr euch mal erkundigen. Eine Kamera ist auch dabei, eine 5-Megapixel-Kamera, die ist aber nur hinten, also hier. Wenn ihr, wie beim iPhone auch vorne, also vorne ist keine Kamera dabei, wenn euch sowas wichtig ist, dann werdet ihr sicherlich nicht ganz so glücklich damit sein. Also wie gesagt, ich bin mit dem Handy total zufrieden. Es kann alles, was mein Handy können muss. Diesen ganzen Schnickschnack, den vielleicht irgendwelche anderen Handys können, weiß ich nicht. Kann das Handy bestimmt auch, nur ich weiß davon nichts. Ich liebe die Tastatur. Ich fand das beim BlackBerry schon immer so geil. Das ist die Tastatur, halt wie so eine richtige PC-Tastatur. Ich liebe das. Ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? Ja, dieser ganze Krimskrams. Videokamera ist dabei, 5-Megapixel-Kamera, falls ich das nicht gesagt habe. Ihr habt da ein paar Klingeltöne drauf. Ihr könnt aber auch ganz normal von eurem PC welche runterziehen über das USB-Kabel. Und da muss man dann nicht irgendwie groß irgendwelche Sachen noch runterladen, iTunes oder so, um da, was weiß ich was, aufs Handy irgendwelche Mucke rauf zu bekommen, sondern dann habt ihr halt direkt die Musik drauf. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Also ich habe das Handy eigentlich nur wegen der Optik gekauft, weil ich es persönlich super schön finde, weil es für mich alles kann, was jedes andere Handy auch kann. Und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich bin wirklich kein Technikmensch. Ich habe keine Ahnung, was man alles so mit so einem Handy eigentlich noch machen kann. Also ist schon was Feines, so ein Smartphone. Also da kann man schon echt nette Sachen mitmachen. Ich werde jetzt mal meiner Freundin, die nämlich auch meine Videos guckt, über WhatsApp eine Nachricht schreiben. Mal gucken, ob sie antwortet. Sonst würde ich der Steffi schreiben, aber die antwortet ja nicht so schnell. Oder ist sie gerade online? Nee, die war das letzte Mal um 3:05 Uhr. Ich schicke ihr das mal. Steffi? Fragezeichen. Mal gucken, ob sie reagiert. Nein, natürlich. Doch, sie ist online. Mal gucken, ob es klappt. Mal gucken, ob sie antwortet. Das finde ich ja lustig jetzt. Du bist gerade live auf YouTube. Habe ich ihr jetzt geschrieben. Das, was wir da vorgeschrieben haben, müsst ihr ja nicht sehen. Mal gucken, ob sie antwortet. Drehe gerade ein Video. Sonst checkt sie nicht, was ich mit live meine. Sie antwortet nicht. Ja? Hallo? Ja? Warum rufst du mich denn an? Ich drücke
drehe gerade ein Video und dachte mir, du hast mir doch gesagt, ich soll das mit dem Handy ruhig machen. Also kannst du dann auch gerne live dabei sein. Ach so, ich bin gerade auf der Arbeit hingesetzt. Was für Bilder mein Arsch so, ey, wer ist denn das? Du bist gerade auf der Arbeit? Ja, dann passt das ja super. Sie ist gerade an der Kasse und... Ja, dann sag mal hallo. Ja, hallo. Wie geht's, ihr süßen YouTuber? Ja, gut, wenn ich dich... Hast du gerade die Funktion deines Handys oder was? Ja, ich krieg das überhaupt nicht hin. Ich merke gerade, ich habe so in Techniksachen echt gar keine Ahnung. Ja, sag einfach, du hast total den Durchblick mit dem Telefon. Ich habe total den... Das ist super geil. Geil. Geht ab. Und ich habe total den Durchblick. Ja, ist alles gut, ist niemand gestorben. Ich habe nur eine psychopathische Freundin, die mich gerade 10-mal angerufen hat. Ja, ich dachte, das ist mal los, ey. Oh. Ja, dann geh mal weiter arbeiten. Ich wollte nur einmal hallo sagen. Ja, dann hören wir uns danach, oder? Ja. Und der Auftritt ist dann nicht im Video wichtig. Nein, natürlich, hallo. Das kommt als allererstes mit rein. Das kommt als allererstes mit rein. Ja, das will ich auch hoffen, ey. Mir geht's gut, ja. Ja, das ist schön. Und dir? Wir schrubst dann nachher, ne? Okay. Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss. Sie hat mich zurückgerufen. Ja, was könnte ich euch da jetzt noch erzählen? Das war's eigentlich. Also ich wüsste jetzt nicht, wie gesagt, ich finde es einfach sehr, sehr schick. Ich lege es jedem ans Herz, weil ich es sehr, sehr schön finde. Achso, und hier oben, wenn ihr jetzt, hier oben ist dann der, quasi die Tastensperre. Also, ne? Hier könnt ihr dann laut und leise machen. Und wenn ihr hier oben drauf drückt, ist dann der Bildschirm aus. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann antwortet. Wenn ihr Fragen habt, dann antwortet euch selber. Nein, wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Wenn ihr Fragen zu dem Handy habt, weil ich weiß jetzt echt nicht, was man bei so einer Review über so ein Handy erzählt. Deshalb fragt mich dann einfach. Ich beantworte das dann einfach in den Fragen. Okay, meine Süßen. Na gut, meine Süßen, das war meine super professionelle Handy-Review. Ihr seid jetzt bestimmt alle sehr, sehr viel schlauer als vorher. Na gut, meine Süßen, wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt die mir einfach und ich versuche, die dann kompetent, wie ich bin, zu beantworten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Sag mal tschüss. Tschüss.